Ach, man kann hier in Deckung gehen. Ich habe mich gerade gewundert, was wir da machen können. Super, das war's schon wieder mit der Muni. Ich hab nichts mehr. Verdammt. Okay, so viel dazu. Jetzt kommt der Kollege. Den trete ich jetzt erstmal zu Brei. Geht auch, Gott sei Dank. Ein bisschen aufpassen, nicht, dass er uns zu nah kommt. Irgendwas kann ich mir hier noch aufsammeln. Ach nee, das ist der Typ. Ach, der... Ach, man kann hier auch, Dings verlieren. So. Also Ausdauer, das hätte ich gar nicht gedacht. So. Jetzt bist du dran. Wie? So, das war's. Gib Gas, Junge, gib Gas! Oh, Straßenfrikadelle, das war's. Boah. Alter, Ende des ersten Kapitels. Leon S. Kennedy. Was ist das denn alles? Das kann ich gar nicht so schnell lesen. 70,1% Genauigkeit, 9 Tode. Besiegte Feinde, Rang B. Okay, ich habe keine Ahnung, ob das das amerikanische Schulsystem ist oder was. Keine Ahnung. Rang B. Naja, schön. Boah, Treffergenauigkeit. Jetzt können wir das hier alles nochmal sehen. Okay. Ja. Okay, alles klar. Das war das erste Kapitel. Boah, scheiße. So, jetzt werde ich aber gerade noch hier Fähigkeiten, Punkte haben wir. 12.000. So, was ist denn hier was? Ich muss mal gerade gucken. Schusswaffe Stufe 1. Geringfügige Erhöhung der Stärke von Schusswaffen. Erhöhung der Stärke im Nahkampf, Verteidigung. Aha. Ruhige Hand. Rückstoßreduzierung. Reduzierte Rückstoß. Kritischer Treffer. Kritischen Treffer. Durchschlagen. Geringfügige Erhöhung der Durchschlagskraft von Schusswaffen. Tja, ich würde fast sagen, kritische Treffer auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Und jetzt haben wir noch 8500. Rückstoßreduzierung, ruhige Hand, Verteidigung. Ja, und Schaden. Machen wir erstmal die beiden. Und dann mache ich Schusswaffe oder Durchschlagskraft dann danach. Machen wir erstmal die Sachen hier. So, dann kann ich jetzt was machen? Fähigkeit Einstellungen. Ach, warte mal, mit R, ne? Ah, okay. Dann kann ich die ausrüsten. So, und das. Okay, ich kann immer 3 Stück mitnehmen. Alles klar. Gut. Dann würde ich sagen... Neo Umbrella gerade zu dem Angriff bekannt hat. Neo Umbrella. Ich weiß, was Sie denken. Ja. Ein zweites Raccoon City. Mehr habe ich nicht für Sie. Und jetzt brauche ich Ihre Hilfe. Ich brauche alle Infos über die Kathedrale. Mir sitzen die Schlipsträger im Nacken. Schlipsträger? In diesem Fall Derek C. Simmons, der nationale Sicherheitsberater. Festhalten.
Leute, ich wollte eigentlich eine Aufnahmepause machen. Scheiße. Okay, ich sehe gerade, das bringt gerade gar nichts, glaube ich. Oh, wei, wei. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Ich kann gerade nichts machen. Oh. Erstmal die Munition nehmen. Noch ein bisschen ballern. Wir kippen um. Ja, ja, das liegt auch nur daran, weil... Oh, oh. Alter, ich kann... Der wackelt so hin und her. Ich kann überhaupt nicht richtig zielen. Oh, ich glaube, wir fallen runter, oder? Nee? Okay. Oh, der kommt gerade recht. Oder auch nicht. Oh, oh. Festhalten! Alter Schwede. Mann, oh Mann, oh Mann. Also an Action mangelt es hier nicht, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ja noch mehr wie in Teil 5. Leon, Helena, ist alles okay? Ja. Irgendwie sind wir immer noch am Leben. Wir schlagen uns über den Friedhof zur Kathedrale durch. Über den Friedhof, natürlich. Und da unten seht ihr es gerade, unter dem Lebensbalken, dort lädt sich jetzt gerade wieder was auf. Ich glaube, das ist die Stamina. Wenn wir nämlich zu oft zutreten oder so... Dann ist es so, dass das weggeht. Ich probiere das mal gerade. Es müsste sich jetzt... Ja, genau. Jetzt geht das nämlich runter. Oh. Uiuiui, das war knapp. Der liegt schon wohl schon ein bisschen länger hier, so wie der aussieht. Oh, Mann. So, wir laden gerade erstmal alles nach. Weil sicher ist sicher hier auf dem Friedhof, sowieso. So, 38 Schuss dafür. Die legen wir mal gerade. Das habe ich nämlich eben nicht gemacht. Die lege ich mal gerade... unser Pillenpäckchen. So, das haben wir auch. Dann können wir uns gerade mal ein bisschen heilen. Zwei pfeife ich mir mal rein. So, dann sind wir fast wieder komplett geheilt. Oh Mann, okay, den Friedhof erkunde ich gerade noch ein bisschen. Na klar. Aus dem Lauf abgeschossen. Das klappt auch heute noch. Hä? Wo ist der denn? Ach da. Beziehungsweise aus dem Flug abgeschossen. Ich bin echt am Überlegen, ob ich das Spiel noch ein bisschen heller machen soll. Das ist hier wirklich verdammt dunkel teilweise. Wow. Okay, nicht da rein. Böse Falle. Sind hier noch mehr? So, komm her, Kollege. Die hüpfen schon ziemlich lustig durch die Gegend. So, den haben wir. 20 Schuss, naja, ist ja nicht gerade die Welt. Ich will natürlich auch nicht so viel von der Atmosphäre kaputt machen. Sind wir im Kreis gelaufen? Ich glaube ja, okay. Deswegen, wenn ich das zu hell stelle, wäre vielleicht auch nicht so gut. So, ich folge einfach mal dem Weg hier. Ist hier irgendwas drin in diesen Särgen? Oh. Ah, der Totengräber. Höchstpersönlich. Ja, die halten zum Glück nicht viel aus. Was ist denn hier schon wieder los? Okay, danke Helena. Wenn die den Kopf so senken, kann man den nämlich nicht treffen. Das ist ein bisschen doof. Ah, guck an. Die laden wir gerade mal komplett wieder voll. So, immerhin haben wir schon mal die Schrotflinte, was sehr gut ist. Boah, alter Schwede, ey. Hey! Ich hab doch noch nicht mal am Rand.
Alter, das darf doch echt nicht wahr sein. Und nicht mal ansatzweise am Rand gestanden und der springt direkt da rein. Oh. Leon, kannst du bitte wieder... Achso, ich muss, glaube ich, zur Leiter. Ah, alles klar. Hui, sorry, Helena. Dass ich dich kurz alleine gelassen habe. Aber Leon meinte, er muss unbedingt ein Bad nehmen. Ich gucke mich hier erstmal noch ein bisschen um. Vielleicht gibt es hier nämlich auch noch eine Medaille zum Abschießen. Alter, ich dachte gerade, die Frau lebt. Was zur Hölle? Da ist unsere Medaille. So. Die habe ich nämlich gesucht. Das war gerade schon ziemlich geil mit dem Blitz und dann direkt der Zombie. Also ein bisschen Schocker-Effekte haben sie hier schon eingebaut. Mein Zielen wird auch langsam besser. Merke ich gerade. So, nachgeladen ist. Wunderbar. Wo müssen wir denn lang? Da hinten. Okay. Ich gucke gerade hier vorne nochmal, ohne möglichst da reinzurennen. Wo kommen wir denn hier hin? Ist da unten noch eine blaue Medaille? Der hat gerade so komisch Das hat gerade so komisch geleuchtet. Ne, da kommen wir nur wieder dahin. Okay. Guck gerade hier nochmal, ob wir hier noch was haben. Hier ist auf jeden Fall irgendwo noch ein Zombie. Ah, guck an. Ja! Mist. Das war ja nix. Ah, wir haben Munition bekommen. Das ist schon mal gut. Okay, dann gehe ich jetzt mal der Hauptstrecke weiter. Wo ist er? Ja, so ein bisschen ausweichen tun sie schon ab und zu mal. Ist noch irgendwo einer? Ah, da ist wieder Mr. Schaufel. Ich gebe dir gleich Schaufel. Komm hier, Arschtritt. Genau, erstmal schön ein auf die 12. So. Ah, da ist noch einer. Schon ziemlich viele hier von unterwegs. Da ist noch einer. So. Möglichst nicht in diese Löcher reinfallen. Helena, was ist los? Ist sie jetzt da reingefallen? Natürlich. Kommt der raus? Ja. Und tschüss. Okay. Nicht zu weit hier. Ich möchte nur einen Kontrollpunkt haben. Donnert und blitzt das hier eigentlich immer so heftig? Komm. So, denk nochmal drüber nach. Oh, scheiße. Quatsch, den haben wir. Na, so langsam komme ich wieder rein. Hat ein bisschen gedauert, aber ich glaube, hier so eine Stelle hat mir auch mal gefehlt, um ein bisschen das Zielen zu üben. Wenn nämlich alle auf einmal auf einen drauf kommen, dann... Oh nein, nicht schon wieder Hunde. Dann ist das immer ein bisschen scheiße. Und wo ein Hund ist, ist doch mit Sicherheit noch ein zweiter und ein dritter. Okay, warte mal. Wir holen uns erstmal den hier. Bevor wir den Hund zu uns locken. Danke, Helena. So, ist hier noch mehr. Kann mal schauen. Da oben muss ich rein. Können wir den Hund... Obwohl, ich will da unten in die Scheune mal reingucken. Da ist bestimmt noch was. Hier ist doch bestimmt noch was drin. Irgendwas Nützliches ist hier bestimmt. Sonst könnte ich hier nicht rein. Was? Hä? Okay, ich höre einen, aber ich sehe ihn nicht. Ach, da. Was macht denn der da? So, lassen wir den erstmal wieder zu sich kommen. So. Eieiei. Na komm, zeig mir dein Köpfchen.
ab, danke. Ich will mich nämlich hier noch ein bisschen umschauen. Ah, hier können wir rein. Oder was ist das hier? Okay. Gut, gucken wir doch mal, was wir da drin haben. Möglichst bevor der nächste Gegner kommt. Uah! Scheiß Hunde. Okay, erstmal Munition mitnehmen. Haben wir hier wieder so einen Badewannen-Zombie? Naja, nicht so ganz. Okay. Okay, wir haben einen Hund freigelassen auf jeden Fall. Das ist schon mal nicht so gut. Das ist doch jetzt nicht wahr. Es gibt wohl Schlimmeres, als einen Hund über den Friedhof zu jagen. Ja, das könnte andersrum sein. Das stimmt wohl. Ach, verdammt. Ich glaube, das gibt heute nichts mehr mit der Aufnahmepause. Ist denn der hingelaufen? Vor allem sind hier überall die tollen Kollegen hier. So, hinterlässt er mir noch was? Jo, sehr gut. Ja, genau. Ist das der Hund? Alter, wie viel hält denn der Scheißköter bitte aus? Boah, was ist das für ein Hund? Alter Vater, ey. Wo ist denn hier einer? Nee, nicht schon wieder. Boah, da noch irgendein komischer Russe. Tut mir leid. Weiß jetzt gerade nicht so ganz, was das soll. Ich muss da nachher nochmal, wenn ich die neue Session starte, gucken, dass ich das irgendwie ausgeschaltet kriege. Okay, 32 Metern. Oh Mann. Keine Ahnung, warum jetzt hier die ganze Zeit Leute hinzujoinen. Ich habe das eigentlich ausgeschaltet. Da ist der Hund mit dem Schlüssel. So, jetzt sieht's auch schon besser aus. Dann mal auf zur Kathedrale. Da gehen wir jetzt auch ganz schnell hin. Bevor ihr noch mehr... Eieiei. Das Spiel hat das Spiel verlassen, super. Sorry Leute für diese Einblendung. Ich muss da, wie gesagt, nochmal schauen, wie ich das ausgestellt krieg. Gehen wir hier richtig? Ich hoffe. Ich renne jetzt nämlich einfach mal an den Viechern vorbei, damit ich nicht noch mehr Munition verschwende. Ja, wir gehen richtig. Okay. So. Okay, wir sind drin. Roger. Leon, alles okay? So, hier war gerade ein Kontrollpunkt. Ich hoffe, es ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Alles klar. Gut, bevor es hier weitergeht, mache ich nochmal eine kleine Aufnahmepause und dann sehen wir uns wie immer gleich wieder oder in der nächsten Folge. Bis dann!